Guten Tag. Wissen Sie, wo das Museum der Wissenschaften und Künste ist? Mensch, gehen Sie zur Touristeninformation. Wo ist die denn? Weiß ich nicht. Kaufen Sie sich doch einen Stadtplan. Einen Stadtplan? Was ist das denn? Oder sehen Sie in Google Maps nach. Seien Sie nicht so unfreundlich. Aber hören Sie mal. Frechheit. Hallo alle zusammen. Heute sprechen wir über den Imperativ mit Sie. Der Imperativ mit Sie wird so gebildet. Du hast den normalen Präsens mit Sie. Zum Beispiel Sie gehen. You formal go or you formal walk. Sie gehen zur Touristeninformation. Für den Imperativ tauschst du einfach die zwei Wörter aus. Du sagst, gehen Sie zur Touristeninformation. Ganz einfach, oder? Sie kaufen sich einen Stadtplan. Für den Imperativ sagst du einfach, kaufen Sie sich einen Stadtplan. Wir sprechen über das sich später. Okay, das ist reflexiv. Wir sprechen darüber später. Und für trennbare Verben tauschst du einfach auch Sie und das Verb aus. Also zum Beispiel, Sie sehen in Google Maps nach. Nachsehen ist das trennbare Verb. So, und jetzt sagst du einfach, sehen Sie in Google Maps nach. Und nach ist immer noch am Ende. Siehst du, du tauschst einfach Sie und das Verb danach aus. Ganz einfach. Aber es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist sein. Sein. Normalerweise sagen wir, Sie sind. Sie sind nett. Oder Sie sind unfreundlich. Aber für Sein ist es Seien Sie nicht so unfreundlich. Zum Beispiel, seien Sie nett. Also das ist eine kleine Ausnahme. Alles klar? Und die Hausaufgabe. Bitte schreibe deine Antwort in die Kommentare. Nummer 1. Please be patient. And you're talking to someone who you don't know very well or who's much older than you. You're addressing that person formally. And the second one, please read this book. Please read this book. Alles klar. Und noch etwas. In der Beschreibung ist ein Link zu kostenlosen Alltagsdialogen. In the description you will find a link to free real-life dialogues in German. You can check them out. This is normally how I teach German. It's all with real-life dialogues, just like you saw in this video in the introduction. And there you can really observe how native speakers speak and you can just start speaking like them until it becomes automatic. Check out the link in the description to get the free dialogues. You can download them, print them, whatever you want. And also to find out more about this method, which I normally use. Alles klar, der Link ist in der Beschreibung. Dankeschön und tschüss.